Familie Herzog aus der Hammerschmiede sucht einen Weihnachtsbaum. Aber nicht irgendeinen. Schön soll er sein und aus der Region kommen. In der Fuggerei wird die Familie fündig. Die halten einfach immer ganz gut. Die sind einfach frisch und sind hier aus der Region. Das finde ich einfach, dass man es auch unterstützen kann. Und ja, die Fuggerei ist einfach ein besonderer Ort in Augsburg. Und das ist ja auch eine Stiftung. Insofern kommt es aber der Stiftung zugute. Da hat man nur das Gefühl, was Gutes zu tun. Das finde ich ganz schön. Die Auswahl an Bäumen, die es hier gibt, lässt keine Wünsche offen. Egal ob Größe oder Sorte. Hier wird fast jeder Weihnachtsbaumwunsch erfüllt. Also der normale Städter stellt sich eine Nordmannstanne ins Wohnzimmer. Wobei wir hier auch unsere heimischen Baumarten haben. Die klassische Weißtanne, die Fichte, die Rotfichte, der klassisch schwäbische Christbaum. Und auch für die Franken, die wir hier haben, die das so kennen von zu Hause, eine Kiefer. Hier in Blumenthal bei Eichach hat die fürstlich und gräflich Fuggersche Stiftungsadministration eine Christbaumkultur mit rund 30.000 Bäumen in jeder Größe. Die etwas kleineren dürften so 5, 6, 7, 8 Jahre alt sein. Die Erntereifen sind dann zwischen 10 und 12 Jahre alt. Die meisten Bäume sind hier Nordmannstannen und werden eben speziell hier auf dieser landwirtschaftlichen Fläche für unsere Märkte in Augsburg angebaut und jetzt geerntet. Bei der Auswahl der Bäume sind die Mitarbeiter der Fuggerei natürlich gerne behilflich. Auch wenn es darum geht, sie auf die richtige Länge zu bringen. Und selbstverständlich gibt es noch Tipps, wie die ohnehin frischen Bäume möglichst lange halten. Man soll ihn unterfrisch anschneiden, wäre nicht schlecht. Und dann halt Wasser. Dass man jeden zweiten Tag Wasser nachfüllt. Also so Christbaumstände mit Wasser, weil es verdunstet schon relativ viel. Wenn der richtige Baum gefunden ist, heißt es erst einmal aufwärmen. Seit 2016 gibt es in der Fuggerei die Tafeldecker. Und die denken sich beim kulinarischen Konzept immer wieder etwas Neues aus. Wir haben von den klassischen Sachen Glühwein, weißen Glühwein, Bratwurstsemmel, aber auch bei der Bratwurstsemmel haben wir uns was Spezielles einfallen lassen. Da haben wir unser Hausrezept wursten lassen. Da haben wir auch ein paar spezielle Sachen. Wir haben eine Pultgans-Semmel. Bei den Getränken haben wir heiße Cocktails. Und ganz neu im Programm haben wir einen Glühhirsch. Das ist ein Glühwein mit 24 erlesenen Kräutern, also quasi mit einem Jägermeister. Übrigens, für jeden hier gekauften Baum gibt es natürlich auch eine Jahreskarte für die Fuggerei. Eine Attraktion, die nicht nur bei Touristen das ganze Jahr über beliebt ist.